In diesem Video möchte ich dir einen Überblick geben über die Gewerbesteuer. Was ist in der Gewerbesteuer relevant? Wie berechne ich sie insbesondere? Hier soll es sich also drehen um die Kalkulation und die Berechnung der Gewerbesteuer in unterschiedlichen Schritten. Wollen wir mal gucken, was ich da so rausgezogen habe. Das Ganze ist aus meinem Online-Kurs zur Gewerbesteuer und soll dir die Berechnung hier erleichtern. Wichtig ist nämlich Folgendes. Wichtig ist Folgendes, dass wir unterschiedliche Positionen haben. Es geht los beim Jahresüberschuss nach Handelsrecht. Und wenn wir dann innerbilanzielle Korrekturen rechnen, die ausschließlich aus dem Einkommensteuergesetz hier resultieren, dann landen wir bei der zweiten Gewinngröße beim Jahresüberschuss nach Steuerrecht. Ne? Das bedeutet also hier, der Unterschied zwischen Jahresüberschuss nach Handels- und nach Steuerrecht ist in den innerbilanziellen Korrekturen belegen und begründet. Wie beispielsweise eine Drohverlustrückstellung. Handelsrechtlich Pflicht, 249 Absatz 1 Satz 1, zweite Alternative HGB. Steuerrechtlich aber ein Verbot, Paragraph 5 Absatz 4a Satz 1 EStG. Und dann führt das natürlich hier zu einer entsprechenden Korrektur. So, wenn wir die außerbilanziellen Korrekturen dann noch beachten, die außerbilanziellen Korrekturen beachten, kommen wir vom Jahresüberschuss nach Steuerrecht zum sogenannten Gewinn aus Gewerbebetrieb. So, der Gewinn aus Gewerbebetrieb. Ich mache das Ganze hier mal die einzelnen Gewinngrößen, ne, markieren wir gelb. Und das ist total wichtig. Diese ganzen Gewinngrößen, die muss man sich wirklich merken, die muss man auseinanderhalten. Denn es ist so, dass in deiner Prüfung gefragt sein könnte nach dem Gewinn aus Gewerbebetrieb oder, wenn wir mal ein bisschen nach unten scrollen, vielleicht nach dem Gewerbeertrag oder nach dem steuerpflichtigen, dem maßgebenden Gewerbeertrag. Das ist dann so die Frage. Nach welcher Position ist hier eigentlich gefragt? Nach welcher Gewinngröße? Welche Gewinngröße ist eigentlich in der Prüfung, in deiner Klausur zu ermitteln? Gewerbesteuermessbetrag vielleicht. Oder aber schlussendlich dann die Berechnung, die Kalkulation der tariflichen Gewerbesteuer. Das sind also die einzelnen Positionen, um die es hier geht. So, Schritt 3 sind wir beim Gewinn aus Gewerbebetrieb. Dann kommen also außerbilanzielle Korrekturen aus dem EStG, möglicherweise aus dem KStG, wenn wir eine Körperschaft, wenn wir eine Kapitalgesellschaft hier haben. Und die gewerbesteuerlichen Zurechnungen, die Hinzurechnungen, als auch die gewerbesteuerlichen Kürzungen sind ausschließlich aus dem Gewerbesteuergesetz. Interessant, ich würde sagen am relevantesten, ne? Relevant, relevanter, am relevantesten, egal. So, ist Paragraph 8 Nummer 1 Gewerbesteuergesetz von den Hinzurechnungen. Also das ist die ständig drankommende Position. Ich werde dazu auch ein weiteres Video natürlich machen. Und hier nämlich wichtig, dass wir, ich glaube, 7 Schritte hier anwenden können, nämlich die einzelnen Positionen, die nach Buchstabe A, B, C, D, E, F hier anzusetzen sind, dann zweitens mit ihren Quoten multipliziert werden müssen, 100% bei A, B, C, aber dann 20%, 50% und so weiter bei D und E und so. Und dann addieren, dann den Freibetrag von, Achtung, neuerdings 200.000 Euro abziehen. Der war lange Zeit bei 100.000 Euro, jetzt liegt er bei 200.000 Euro. Und es ist ein Freibetrag, weil dort so weit steht in Paragraph 8 Nummer 1 Gewerbesteuergesetz. Dann kommt eine Summe raus und diese Summe, ne, diese Summe nach dem Abzug des Freibetrags von 200.000 Euro, die ist erst zu multiplizieren mit 25%. Wenn die Summe der Positionen hier 180.000 Euro ist, dann ist Freibetrag abgezogen, 0 herauskommend. Also es kommt keine negative Zahl raus, sondern es kommt dann nach unten beschränkt 0 höchstens heraus. Also mindestens, ne? Du weißt Bescheid, was ich sagen möchte. So. Das ist also eine wichtige Hinzurechnungsvorschrift, Paragraph 8 Nummer 1. Paragraph 8 Nummer 5 ist auch total dramatisch, wenn man hier teilweise steuerbefreite Positionen erhalten hat, wie beispielsweise nach dem Dividendenprivileg, wie beispielsweise aber auch nach dem Teileinkünfteverfahren, ne, je nachdem, wer hier was empfängt. Dann haben wir an anderer Stelle steuerbefreite und diese Steuerbefreiung soll nicht doppelt gelten. Deshalb
regelt § 8 Nummer 5 Gewerbesteuergesetz, dass in gewissen Fällen, nämlich bei einer Beteiligungsquote von weniger als 15%, hier eine Hinzurechnung gefahren werden muss. Und insbesondere gibt es dann auch noch gewerbesteuerliche Kürzungen. Sehr, sehr interessant und spannend ist § 9 Nummer 1 Gewerbesteuergesetz, nämlich bei einem Betriebsgrundstück. Ne, 0,012% mal in den alten Bundesländern 140% steht in § 121a Bewertungsgesetz. In den neuen Bundesländern gelten hier nach Bewertungsgesetz dann noch andere Größen. So, damit kommen wir dann zum Gewerbeertrag. Und hier oben hatte ich drittens, ne? Genau, also sind wir bei viertens. Jo, wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Sind wir also bei der vierten Gewinngröße, dem Gewerbeertrag. Dann muss gerundet werden, wenn wir nicht schon rund sind, gerundet auf voll 100 Euro. Es gibt im deutschen Steuerrecht unterschiedliche Rundungsvorschriften. Mal auf ganze Euro, mal auf 100 Euro, mal auf 50 Euro. Ne? Also da gibt es unterschiedlichste Rundungsvorschriften. Auch 1000 Euro habe ich schon gesehen. Ja, so. Ne? Und hier aber auf volle 100 Euro gerundet. Dann möglicherweise einen Freibetrag abzuziehen. Möglicherweise nämlich, wenn der Gewerbebetrieb hier Einzelunternehmung ist oder eine Personengesellschaft. Nicht aber, wenn es eine Kapitalgesellschaft ist, dann darf der Freibetrag von 24.500 Euro, den ich hier meine, nicht abgezogen werden. Wir kommen damit zum steuerpflichtigen, zum maßgebenden Gewerbeertrag. Und wenn wir dann multiplizieren mit der Gewerbesteuermesszahl von stets 3,5%, du willst nicht wissen, wie das mal vorher war, ne? Bis 2007 meine ich, da war, ich erzähle es gar nicht, es war dramatisch anders mit dieser Gewerbesteuermesszahl, aber darüber möchte ich gar nicht reden, es ist schwer genug, ne? Genau, so. Dann geht es um eine mögliche Zerlegung, denn möglicherweise ist der Gewerbebetrieb hier auf mehrere Gemeinden belegen oder in mehreren Gemeinden belegen und dann wird der hier aufgeteilt, denn Gemeinde A erhebt 450% Gewerbesteuerhebesatz, die Gemeinde B erhebt 520% Gewerbesteuerhebesatz. Was nehmen wir dann? Was machen wir dann? Ne? Und die Antwort ist die Zerlegung, die muss dann hier erfolgen. Um dann schließlich mit dem richtigen Hebesatz möglicherweise den zerlegten Gewerbesteuermessbetrag zu multiplizieren, um dann zur tariflichen Gewerbesteuer zu kommen. Ne? Also insofern, das ist schon eine interessante und spannende Sache, diese Gewerbesteuer. Und ich hoffe, hier ein wenig Licht ins Dunkel gebracht zu haben mit diesem schönen Schema aus meinem Online-Kurs zur Gewerbesteuer. So sieht's aus, so, nur so und nicht anders. Viel Spaß beim Lernen.